Einen wunderschönen guten Tag hier von der Musikmesse 2014. Wir, musikmachen.de, sind hier gerade beim Mesa. Neben mir steht der Rolf. Und ihr habt neue Pedale auf dem Markt, ja? Genau, haben wir. Das ist der Boogie 5 Band Graphic EQ, nennt sich das Teil. Bekannt als ein Onboard-Gerät von dem bekannten Mark 5 4 321. Wird seit mehr als fast 4 Dekaden in sämtlichen Mesa Boogie Amps benutzt. Und diese typische V-Kurve, wie man hier sehen kann zum Beispiel, produziert halt in dem Fall diesen typischen druckvollen Mesa-Sound. Etwas weniger Mitten, viel Bässe, viel Höhen. Und das ist im Prinzip der gleiche, wie gesagt, aus der Mark-Serie, als Standalone-Gerät zum Davorschalten oder zum Einschleifen. Und hat insgesamt 5 Frequenzbänder bei 80, 240, 750, 2200 und 6600 Hertz. Und das Besondere an dem Teil ist noch, diese In- und Output-Level sind regelbar, haben eine Rasterstellung in der Mitte, da sind sie neutral. Ansonsten kann man bei beiden das Signal bis zu 40 dB absenken und bis zu 6 dB anheben. Ah, cool. Ja, kostet 275 Euro. Und direkt erhältlich? Ab Juni, Juli etwa. Ab Juni, Juli. Okay, vielen Dank, Rolf.